geht vor allem bei dieser Vorbereitung das Mindset dementsprechend einzustellen. Dann haben sie natürlich diese Aufwärmphasen vor dem Wettkampf, Ernährung, aber das ist eigentlich fast ähnlich wie bei Roxana. Also wir machen nicht viel, wirklich viele Unterschiede. Das Sparring untereinander ist wichtig, aber im Endeffekt auch die Erkenntnis für uns als Verbandstrainer. Was kann der schon wieder vom letzten Mal, was hat er verbessert? Wo gibt es immer noch Sachen, die man bearbeiten muss? Und deswegen profitieren, glaube ich, beide Seiten davon.